Hallöchen, meine Leute, willkommen zurück zu Pokémon Silber. La 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 la. La la la. Ja, so klingt das, ne? Ach man, beim letzten Mal sind wir nicht so weit gekommen. Nur da nach Rosalia City, so heißt's doch. Rosalia, ja, Rosalia City. Wow, ich habe mir einen Namen gemerkt. Und wir müssen noch zum Mr. Popo, eben nicht zum Mr. Pokémon. Ja, so ähnlich sind die Namen. Und ja, aber bevor ich loslege, das wollte ich mir noch mit euch ansehen, ne? Da gibt's ja natürlich auch jetzt Veränderungen. So viel neue Neuigkeiten, ne? So viel Verbesserungen, wirklich. Das kann ich euch sagen, ne? Erst einmal hier. Boah. Naja, so viel hat sich da nicht wirklich verändert. Aber hier auch nicht. Aber da Items, seht ihr. Man kann sie ja den Pokémon geben, Items. Ob jetzt nur Bären oder schon andere Items, das weiß ich jetzt nicht, aber Bären, ja. Und hier, die Spezialverteidigung. Die wurde jetzt auch eingeführt. Früher war ja Spezialangriff und Spezialverteidigung ein Wert. Und jetzt ist geteilt. Was war denn das schon wieder? Und ja, das wollte ich euch auch noch zeigen. Und den Pokémon haben wir auch noch nie so wirklich gesehen und der schaut irgendwie gelb aus. Keine Ahnung. Da, ihr seht, wie spät es ist, ne? Jetzt. Was? 19 Uhr? Oh. Es ist aber 23, wenn ich auf dem PC schaue. Oh nein. Die Karte haben wir ja schon gesehen und... ne? Gibt's sonst noch irgendetwas? Nee. Also, legen wir gleich einmal los. Und, oder? Nee, ich weiß nicht. Du. Mann. Mir gefällt die Musik genauso. Oh, genauso. Warum genauso? Keine Ahnung. Mir gefällt sie einfach hier. Bis jetzt. Nicht jetzt. Das ist ein Obstbaum, eine Beere. Gibt's hier schon verschiedene Beeren oder nur eine Beere? Mal schauen. Hallo? Warum hast du da eine andere Musik erinnern? Du weißt, dass Pokémon-Bären fressen. Ja. Die KP meiner Pokémon sind gestiegen, weil sie eine Beere fraßen. Hier, ich teile mit dir Beere tun. Yeah. Mal schauen, ob wir... Ja, such Bäumen ab. Und fäll sie. Ja. Komm schon. Kein Pokémon. Ich möchte jetzt schnell darauf und das Tutorial so gesehen. Na, Tutorial kann man es nicht nennen, aber den Anfang da hinter mir bringen. So, da müsste das Haus von Mr. Pokémon, alias Yalaza, Mr. Popo. Er ist ein Obstbaum. Gegengift. Okay. Gegengift. Gegengift. Der Gegnergiftbeere, ja. Ja. So, gehen wir einfach mal rein. Hallo. Hallo, du musst Hebi sein. Professor Lind sagte, dass du kommst. Professor Lind. So. Professor Lind. Ja. Kannst du mir eine Watsche geben? Was war das für eine Watsche? Ich habe mich nicht selber getroffen. Nein. Professor Lind soll das hier untersuchen. Ja, ein Rätselei. Juhu. Basis-Item-Taschi. Ich kenne ein paar, das... eine Pokémon-Pension leitet, ja? Sie gaben mir das Ei. Ich war derart faszinierend, dass ich Pokémon, Professor Lind, eine E-Mail schrieb, ja? Was die Entwicklung von Pokémon betrifft, ist Professor Lind die Kapazität, ja? Sogar Professor Eich schätzt ihn sehr. Ich gehe davon aus, dass Professor Lind mehr darüber weiß. Wow. Ich weiß, wie... in Hard Gold, Professor Eich, das stundenlang braucht, bis er mal zu uns kommt. Und da wie so ein Turbo. Du bist also Sebi. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin vom Beruf aus Professor. Ja, nicht Forscher, sondern Professor. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Ich hörte, du hast etwas für Professor Lind besorgt. Also habe ich gewartet. Oh, was ist das? Ein seltenes Pokémon. Mal sehen. Ich verstehe. Ich weiß, warum Professor Lind dir ein Pokémon für die Besorgung gab.
Für Forscher wie Professor Lind und mich sind Pokémon unsere Freunde. Keine Ahnung, warum ich das so betont habe. Er erkannte, dass du deine Pokémon liebevoll und umsichtig umsorgst. Oh! Du scheinst zuverlässig. Möchtest du mir auch helfen? Dies ist die neueste Version des Pokédex. Es erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Technologie. Ja, Hightech-Technologie, ne? Schon wieder dieses Wort. Lexikon, ne? Pokédex erhalten, yay! Triff auf verschiedene, viele Pokémon und vervollständige den Pokédex. Ich bin schon zu lange hier. Ich muss nach Ducatia City zu meiner Radioshow, ja? Selby, ich zähl auf dich. Ja, tschüss. Ne? Kehrst du zurück zu Professor Lind zurück? Zurück? Wie habe ich denn gesprochen? Keine Ahnung. Deine Pokémon sehen wüde aus. Du sollst eine kurze Pause einlegen. Yay, danke. Danke. Ich bin auf dich angewiesen. Welche Wiese, ich weiß doch nicht. So, gibt hier es noch etwas zu sehen. Das ist ein großer Computer. Er ist kaputt. Der auch, oder? Warum sind deine Computer kaputt, ne? Das sind ausländische Zeitungen. Ausländische Zeitungen. Ich kann die Schlagzeile nicht lesen. Welche Länder sind hier erwähnt? Was ist das? Keine Ahnung. Ja, ausländisch. Also nicht Kanto. Nicht Kanto. Sonst könnt ihr das ja lesen, ne? Ein ganzer Stapel seltener Münzen. Vielleicht sind sie aus einem anderen Land. Was haben die mit dem anderen Land? Welches Land? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Der schaut aber eher aus wie so eine Tastatur für diesen PC. Und nicht wie eine Münzsammlung. Mysteriös. Naja. Jetzt können wir zurückklatschen, aber Professor Lind ruft mich an. Ja. Hallo, Sebi. Es ist eine Katastrophe. Es ist einfach schrecklich. Was soll ich tun? Oh nein, bitte komm zurück. Jetzt, der lässt mich nicht einmal ausreden. Ich habe nicht einmal angefangen zu reden, aber egal. So, können wir hier wieder was holen? Es ist ein Obstbaum, hier ist nichts. Ich glaube, das ändert sich täglich irgendwie so. Naja, gehen wir schnell zurück. Du. Ja, voll spannend. Hallo du da, was sagst denn du? Das Haus von Mr. Pokémon ist gleich da vorne. Da vorne. Oh mein Gott, rot gegen blau. Brrr. Los, Ratzfratz. Tackle. Wirklich, hören wir so zum ersten Mal die Battle-Musik. Okay. Was? Das ist ein harter Kampf. Lass mich in Ruhe. Okay. Aber war auch schön, die Musik für eine kurze Zeit zu hören, ne? So, gehen wir schnell zurück. Und hier gibt's auch keine Turbo-Treter, oder? Keine Ahnung. Wann das eingeführt wurde, ne? So. Ja. Keine Ahnung, ich hab gestern...Ich weiß noch nicht... Ja, gestern am Abend kurz eingeschaltet. Eingeschaltet. Und mein Feuerregel ein Level hochtrainiert. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe, aber ich hab's gemacht. Oh. Die Musik war verzögert, ne? Du hast dein Pokémon aus dem Labor. Welch eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Hast du kapiert, wovon ich spreche? Auch ich habe ein gutes Pokémon. Ich zeig dir, was ich meine. Okay. Bist du special wegen dieser Musik? Fragezeichen möchte kämpfen. Missing No. Keine Mani. Ich kann das nicht lassen, ne? Los, tackle es nieder, Feurigel Satoshi. Und den Namen muss ich mich auch wieder gewöhnen, ne? Nicht Amme, sondern Satoshi. Satoshi, komm schon. Mach ihn hinne. Aber das schaut nicht so gut aus. Es schlug fehl. Tackle es nieder. Nein, warum triffst du nicht? Ja, immer. Der spannendste Kampf in einem Pokémon-Spiel ist immer der erste Rivalenkampf, ja. Oh, ich habe Rivale gesagt. Nee. Aber das kann wirklich noch knapp werden. Das kann knapp werden, wenn jetzt ein Volltreffer kommt.
Nee. Und jetzt mache ich ihn hin. Das war wirklich knapp. Obwohl wir zwei Level über sind, ne? 70 Erfahrungspunkte und kein ganzes... Keine Ahnung. Fragenzeichen wurde besiegt. Bist du wenigstens froh über deinen Sieg? Ich weiß doch nicht. Mein Name ist... Fragezeichen! Toller Name. Ich werde der weltbeste Pokémon-Trainer sein. Warum schupft er mich dauernd herum? Das ist überhaupt nicht nett. Ich habe auch Gefühle. Das muss der doch verstehen. Na, ich habe gestern kurz eingeschalten. Und ich finde es einfach nur so schön, wenn man solche verschiedene Tageszeiten hat. Wenn man das auch da auf der Welt da sieht. Eben, ich habe am Abend eingeschaltet und da war Nacht, ne? Ich finde das einfach so schön. So ein kleines Detail, so ein schönes kleines Detail. Da fühlt man sich gleich noch mehr reinversetzt in das Spiel, weil wenn man am Abend einschaltet, dann ist Abend im Spiel, ja. Das ist einfach nur schön, ne? Du, hallo, hast du irgendetwas zu sagen? Hallo? Sagst du etwas, ne? Wir haben ein lautes Geräusch gehört. Als wir nach dem Rechten sahen, wurde ein Pokémon gestohlen. Ich kann nicht glauben, dass jemand so etwas tun würde. Das gestohlene Pokémon. Ich frage mich, wie es ihm geht. Man sagt, dass ein Pokémon, das von einem bösen Menschen aufgezogen wird, selber böse wird. Böse, böse, böse. Hallo? Ich hörte, dass ein Pokémon gestohlen wurde. Ja. Ich habe von Professor Lind einige Informationen erhalten. Bei dem Dieb handelt es sich um einen jungen Mann. Mit langen roten Haaren. Nö? Wie? Du hast gegen einen solchen Trainer gekämpft? Hat er dir auch deinen Namen genannt? Okay, okay. Da habe ich mir wieder keine Gedanken darüber gemacht. Wie sollen wir ihn nennen? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Dann führe ich diese Tradition fort. Ja, welche Tradition? Das ist keine Tradition. Nur, dass ich nach den irgendein Charakter aus dem aktuellen Anime hernehme, den ich mir gerade ansehe. Das ist auch... Ja. Komm schon. Yoshi. Aus Barker to Test. To Test. Tutest, so heißt er genau. die hat ja zwei I's, er meinte. Oder soll ich nur ein? Ja, ich tue einfach zwei I's. Keine Ahnung. Ich kann das auch nicht mehr ändern. Aber... Ja. Ich habe immer mit zwei I gelesen da. Yoshi. 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 Ja, so klingt ein Yoshi. Naja. Yoshi. Ende so. Sein Name war also Yoshi. Mann, das, ich muss da immer an Yoshi denken. Ach man. Danke, dass du mir bei den Ermittlungen geholfen hast. Tschüss. Und? Sebi, das ist schrecklich. Oh, um was handelt sich es bei Pokémon Professors große Entdeckung? Ja, das war wieder ein deutscher Satz. Übergib das Rätsel Ei. Boah, fall nicht aus dem Fenster da hinten. Das hier? Aber das ist ja ein Pokémon-Ei. Falls ja, dann ist es in der Tat eine große Entdeckung. Wie? Professor Eich hat dir ein Pokédex gegeben? Dir? Ausgerechnet dir? Sebi, ist das wahr? Das ist ja unglaublich. Kein anderer ist wie er in der Lage, das wahre Potenzial eines Trainers zu erkennen. Wow, Sebi, es ist vielleicht deine Bestimmung, der Champ zu werden. Es sieht auch so aus, als könntest du hervorragend mit Pokémon umgehen. Du solltest die Herausforderung der Pokémon-Arenen annehmen. Die nächste Arena befindet sich in Viola City. Sebi, der Weg zum Ruhm ist lang und beschwerlich. Aber ich möchte nicht. Ich wollte nur helfen und jetzt muss ich auf einmal rausgehen. Bevor du losziehst, solltest du deiner Mama sprechen.
Ich hab keine Mama. Ich bin adoptiert. Sammy, benutze dies auf deiner Pokédex-Reise. Pokédex-Reise, genau. Reise mit deinem Pokédex und vervollständige ihn und fange Pokémon, wirf sie Bälle auf Pokémon und dann sind sie dein für immer. Du, hallo, sagst du noch was? Hi, Sebi, du willst schon gehen? Du solltest nicht gehen. Ohne deiner Mama Bescheid zu sagen, warum sagen die Mama, die will mich gar nicht mehr haben? Hallo, Pseudomama. Das ist ein niedliches Pokémon. Wo hast du es her? Gib es mir. Du hast kein Recht, so ein Pokémon zu besitzen. Was? Du beginnst also eine Reise? Okay, ich werde dir auch helfen. Zwinker. Aber was kann ich für dich tun? Ich weiß, ich werde für dich sparen und dein ganzes Geld ausgeben. Habe ich das gerade laut gesagt? Auf einer langen Reise ist Geld sehr wichtig. Soll ich dein Geld sparen? Soll ich's? Ja, einfach mal. Ja, einfach mal. Oh, okay. Ist ja blöd. Ich verwalte deine Ersparen. Sei auf der Hut. Hahaha, Zwinker. Pokémon sind deine Freunde. Ihr müsst als Team auftreten. Also mach's gut. Verschwinde. Party! Was war das? Ich weiß nicht. Sie ist sicher traurig, dass ich gehe, ne? Zwinker. So schaut also der Pokédex aus. voll. Es ist immer gebeugt. Habe ich das nicht gelesen? Das habe ich doch nie vorgelesen. Warum denn? Eine Feuermaus. Es ist immer gebeugt. Wird es angegriffen oder ist es überrascht? Schießen Flammen aus dem Röcken. Yep. Taubsi. Na, jetzt kann eigentlich unsere Reise beginnen, ne? Nö. Warum schaue ich jetzt da und da drauf? Also, nee, das geht doch noch. Das geht doch noch. Wir sehen uns gleich wieder, ne? Oder doch nicht, weil der zeigt uns, wie man Pokémon fängt. Das habe ich voll vergessen. Ich habe dich schon öfters gesehen. Ich habe dich beobachtet zu Hause. Wie viele Pokémon hast du bereits gefangen? Du willst, dass ich dir zeige, wie man Pokémon fängt? Nee. Oh, in Ordnung. Egal, wenn du viele Pokémon fangen möchtest, musst du weite Wege gehen. Ich werde immer bei dir sein. Die sind alle so creepy hier. Und jetzt ist es gar nicht schlimm, wenn jetzt ein Shiny auftaucht, weil jetzt ist es mir egal. Jetzt. Ein Visor. Visorius. So, eigentlich möchte ich auch gerne Kluder lernen. Wäre das nicht etwas nett vom Spiel, jetzt mir Kluder lernen zu lassen? Ich glaube, Level 9 ist es soweit. Aber ich brauche Klut. Klut, ich brauche Klut. So. Volltreffer, bist du wahnsinnig. Satoshi, mach ihn nieder. Okay. Level 8. Und? Glut? Nee. Also, wir sehen uns gleich wieder, weil ihr wollt sicher das nicht sehen. Oder? Naja. Also, bis gleich. So, wir sind hier. Jetzt geht's endlich wieder weiter, ne? Endlich. Hör auf, Tune-Up. Keine Anzeige durchführen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Unser erster Trainer. Ich habe verloren. Ich muss noch mehr Pokémon fangen. Warte, du siehst schwach aus. Lass uns kämpfen. Mann, was haben die immer mit... Du bist schwach, lass uns kämpfen. Und die Musik, die haben wir zum zweiten Mal jetzt gehört. Teenager Julian, der im Englischen Joey heißt. Und er ist der Ratzfratz-Trainer. Ratzfratz, endlich in Violett. Endlich in Violett. Und du bist gleich tot. Ach Mann. Ach Männchen. Ja. Jetzt mach mich nicht platt.
Ach, ich wollte einfach mal der Musik lauschen. Das wollt ihr dann doch auch mal hören, gell? Ja, Erfahrungspunkte, Level up? Nee. Teenager Julian wurde besiegt. Ah, ich hab keine Pokémon mehr. Nein. 64 Pokédollar. Yeah, so eine schöne Zahl, ne? Sagst du sonst noch was? Ich benötige mehr Pokémon zum Kämpfen. Ich werde mir welche fangen. Wow, du bist ziemlich gut. Gibst du mir deine Telefonnummer? Ich melde mich, ja. Ja, ja. Ich werde jeden speichern, auch wenn das ein Krampf wird. Oder es ist nicht so und man kann trotzdem auflegen. Das stört dir. Das stört auch. Das muss ich kurz wegtun, ne? Oh, die blöde Anzeige. Die tauchen immer da auf, wo man sie nicht braucht. Ich melde mich, falls es Neuigkeiten gibt. Dulololol. Hallo? Nee. So, du da. Du hast den Typi da unten besiegt, ne? Du bist ein Pokémon-Trainer? Oder, dann musst du kämpfen. Du musst kämpfen. Das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Wieder eine Neuerung. Eine tolle Neuerung. Burkhard. Teenager Burkhard. Die Trainer haben jetzt auch Namen. Ja, das mag ich sowieso. Nicht, dass alle immer Trainer heißen, ne? Oder irgendwie sowas. Ja, besieg es. Und Satoshi zieht wirklich Volltreffer an. Zieht wirklich Volltreffer an. Das gefällt mir nicht, ne? Warum ist das so? Klut? Nee. Ratfratz wird kalt gemacht. So. Eigentlich wollte ich ja auch noch was ansprechen. Ich habe gestern ein bisschen mit meiner Mutter über das Studium geredet. Ich möchte ja Mathe bzw. Bio-Lehrer werden. Wahrscheinlich wird's Bio. Aber Lehrer halt. Und gleich, ich muss den ja noch quasseln, ne? Teenager Burkhard wurde besiegt! Das ist seltsam, davor habe ich gewonnen. Ein guter Trainer werden. Achso, ein guter Trainer werden ist nicht einfach. Ich kämpfe gegen andere Trainer, um besser zu werden. Gut so. Hier sind ja auch noch Typis, die ich sprechen muss. Du da. Ich bin kein Trainer. Wenn du einem in die Augen siehst, dann bereite dich auf den Kampf vor. Ja, weil du kannst nicht kaum ein. Ja, Augenkontakt. Das ist dein Untergang. Anstatt eines Käfers. Pokémon traf ich auf dem Trainer. Huhey. Und wer ist das? Wer ist das? Ein Käfersammler. Oh, wer hat jetzt Gas gedacht? Uli. Der Uli. Schickt einen Raupi. Ja. Und irgendwie kann ich da leicht nervös werden, wenn ich dran denke, dass ich schon in 3 Jahren schon meine ersten Klassen haben könnte, weil es mangelt ja an Mathelehrern. Und da könnte ich schon früher anfangen damit. Und aber wirklich so richtige Klassen, nicht so Praktikumjahr oder sowas, sondern richtige Klassen. Da kann man schon leicht nervös werden, wenn man daran denkt, weil 3 Jahre sind nicht so viel. Ja. Aber ich freue mich, ja. Wenn das wirklich der Fall sein könnte. Du. Und wie es dann mit Bio ausschaut, weiß ich nicht. Du. Käfersammler Uli besiegt. Ah, du bist zu stark. Ja. Sagst du noch was? Mir sind während des Fangens die Pokébälle ausgegangen. Ich hätte mehr kaufen sollen. Du armer Junge, du. Uli, du armer Junge. So, wie Spezies. Wie Spezi. Oh, und die Encounter Rate ist mir auch aufgefallen. Die Raupi. Ein Raupi. Ach, das habe ich Raupi gesagt. Juan Leo. Hier gibt es ja auch wieder Verschiedenheiten, ne? Verschiedenheiten. in Silber trifft man häufiger auf Juan Leo oder
trifft man nur auf Hornligo. Ich weiß das jetzt nicht genau. Entweder man trifft nur auf Hornligo oder die Wahrscheinlichkeit ist halt viel höher als auf Hornligo zu treffen. Und in Gold ist eben genau umgekehrt mit Raupi. Mit Raupi, ne? Yay, kriege ich endlich Glut. Das brauche ich nämlich. Naja. Dunkelhöhle. Haus. Wenn ein Pokémon für Licht sorgen könnte, würde ich sie erforschen. Da ist ein Item. Und das ist auch wieder Nostalgie, diese Pokébälle. Keine Ahnung, diese Itembälle. Die lösen immer ein bisschen Nostalgie-Feeling. Bei mir, ne? Ein Gegengehüft. Okay. Also, wir werden da jetzt reingehen, weil unser nächstes Teammitglied wartet hier. Das hat was. Diese Mucke hat was. Ich will zu dem Pokéball da. Oder kann ich da noch nicht? Doch. Kann ich da? Eventuell. Aber ich möchte hier auf ein Pokémon treffen. Auf ein Pokémon. Wurde ja auch vorgeschlagen. Vom Slider. Hallo Sliderschirn. Sliderschirn, ne? Nein, nicht du, Kleinstein. Geh weg. Dich brauche ich nicht. Nämlich Zubat. Zubat. Du. Ja, das hat was, die Musik. Aber ich glaube, wir können da nicht hin. Bevor uns wir uns verirren, laufen wir darum. So, Zubat, ich warte auf dich. Und? Was hat das für ein... Na, Wesen. Eben nicht Wesen. Es ist männlich. Lauter männliche. Probieren wir es mal mit Pokébälle. Und hier, auch eine Neuerung. Das ist geordnet alles. Die Tasche, ne? Hier die Pokébälle. Komm schon, Zubat. Du willst doch rein. Du willst doch mit mir. Du willst doch mit mir durchbrennen, was? Oh nee. Das schaut nicht gut aus. Oh, und super zu trainieren wird auch ein Qual. Mir war... Was war das schon wieder? Ich weiß auch noch nicht so wirklich, wie ich das machen soll. Weil... je mehr Pokémon ich fange und trainiere, umso anstrengender wird das. Aber ich möchte irgendwie mehr Pokémon trainieren. Zum Beispiel da Zubat. Ich möchte auch später ein Flug-Pokémon trainieren. Probieren wir es mal. Ein bestimmtes Flug-Pokémon, ne? Jawohl. Jetzt gehörst du uns, Zubat. Und... ja. Das wird dann ein bisschen mehr als 6 Pokémon werden das dann werden, ne? Aber schauen wir mal, wie das dann wird. Toll, Zubat wurde gefangen. Und die Musik nach dem Einfangen ist auch anders. Normalerweise geht dann die Battle-Musik weiter. Aber für Zubat wurde ein neuer Eintrag gemacht, ne? Fledermaus, es kann sicher im Dunkeln fliegen, da es sich mittels Ultraschallwellen perfekt orientieren kann. So, wie möchte ich es nennen? So wie... Lasst mich kurz überlegen, ne? Und dieser Spider vom Zubat schaut wie ein echter Fledermaus-Vampir aus, ja. So, ich hab's mir überlegt, weil Slideschirn, also unser Slider, er gehört uns alle, hat ja auch einen Namen vorgeschlagen. Und ich nehme aber einen anderen Namenvorschlag von ihm für ein späteres Pokémon und ich werde unser Zubat anders benennen. Nämlich Masato aus Psychic, man sagt im Englischen nicht Psychic Detective Yakumo. Das ist halt so ein, keine Ahnung, ich mag ihn, Masato, ich mag ihn. Das ist ein Schüler, ein Kleider, ein Junge, ne?
Keine Ahnung, aber ich mag den irgendwie. Und deswegen... Oh, jetzt muss man Masato wirklich trainieren, ne? Unser Team ist schon ziemlich angeschlagen. Findet ihr nicht? Ne? Hallo, du da. Heute bin ich auf der Suche nach Pokémon zu viel gelaufen. Meine Füße schmerzen und ich bin müde. Wenn ich ein wildes Pokémon wäre, würde ich mich leicht fangen lassen. Pokéball! Hallo? Obstbaum. Was? Bitterbeere? Was macht die Bitterbeere? Bitterbeere. Mal sehen. Das sagt mir jetzt gerade überhaupt nichts, die Bitterbeere. So. Verwirrung. Selbstheilung bei Verwirrung. Okay. Okay, Mami. Gut zu wissen. Ein Pokéball gewohnt ihn. Ja. Hallo? Dünn. Ich habe eine Pokéball gefangen. Lass uns kämpfen. Warum habe ich so eine Stimme, obwohl ich ein Kind bin? Du bist ein Käfersammler. Käfersammler sind... keine Ahnung. Alte Menschen. So sieht auch der aus. Ne? Ein Raupi. Aber der Sprite schaut cool aus von hinten, ne? Ah, am liebsten würde ich das jetzt ausprobieren. Mit Blutsauger. Ob das... oder Käfer auf Käfer. Ich weiß nicht. Ich lasse das lieber. Komm schon, Satoshi. Beschütz Masato. Komm schon. Tackle. Und wie viel zieht's ab? Stirb, Raupi. Fadenschüsse, ja doch mich nicht nieder. Das ist nicht nett von dir. Deswegen ist dein Raupi tot. Und Volltreffer, wenn man keinen Volltreffer braucht, ne? So kennen wir es doch. Och nee, das dauert doch lange. Nee. Einmal wechsle ich dann noch mal Masato ein. Und das muss reichen. Oh, vergift mich nicht. Oh, gut. Das wäre ja fatal, ne? Obwohl ich hab noch einen Trank. Also so fatal wäre das nicht. Setzt Raupi ein. Nee. Wahrscheinlich kommt noch ein Hornliu. Später und dann wechsle ich wieder aus und ein. Aber das dauert mir jetzt zu lange, wenn ich bei jedem Pokémon aus und ein wechseln muss. Ich trainiere dann offline. Hier auf dieser Route. Hier gibt es, glaube ich, auch einen Knuffender und das kann man dann in Viola City gegen ein Onix eintauschen. Das weiß ich auch noch. Ne? Eigentlich wollte ich das auch noch... Nee, warum kein Hornlio? Ansprechen. Aber reicht das jetzt noch aus? Nee, das hebe ich mir für später auf, für den nächsten Part. Aber um kurz zu fassen, nach meiner 5-6 Jahren langen Pause, was Nintendo-Spiele betrifft, war mein erstes Pokémon-Spiel, das ich eben gespielt habe, dann wieder Heart Gold. Das ist auch etwas Besonderes. Und jetzt den Vorgänger, das Original zu zocken. Ja, also habe ich da auch noch ein bisschen was im Kopf, ne? Weil ich Heart Gold gezockt habe. Vor kurzem, kann man sagen. Masato erreicht Level 3. Und Käfler-Sammler Quack. Du kannst Pokémon fangen, auch wenn du bereits 6 bei dir getragen hast. Tun. Fängst du eines, wird es automatisch auf die Box im PC übertragen. Wow, du bist ziemlich stark. Mann, sagt das jetzt jeder. Immer den gleichen Satz, wenn er meine Nummer haben möchte. Wow, du bist aber stark. Ja, falls es Neuigkeiten gibt. Sagst du sonst noch irgendetwas? Ja, immer das gleiche. Los, gehen wir nochmal in... Oder? Reden wir noch. Ich habe ein gutes Pokémon in der Dunkelhöhle gefunden. Ich ziehe es groß. Was? Ich ziehe es groß. Um später gegen Falk anzutreten. Er ist der Arenaleiter von Viola City. Yeah. Wahrscheinlich hast du einen Kleinstein gefangen, ne? Route 31. Das steht da unten auch. Am Anfang von der Route.
Na, gehen wir noch einmal zum Pokémon Center und dann beende ich den Part. Hallo. Hi Kumpel, warst du schon im Knofensa-Turm? Knofensa? Nee. Ich bin zu weit gelaufen. Ich sollte zu Hause anrufen. Was heißt da zu weit? Und? Und jetzt muss wieder unterbrochen werden die Musik, weil ich hier jetzt Schluss mache. Und heilen muss meine Pokémon. Denn sie sind so arm dran. Naja. Also, wie gesagt, beim nächsten Mal geht weiter, ne? Und ja, mit einem neuen Teammitglied. Moment mal. Vielleicht hat man ja die Sirene draußen gehört, weil jetzt ist es gerade 12 Uhr geworden und am Samstag 12 Uhr kommt immer die Sirene. Naja, genau jetzt ist 12. Okay, meine Leute. Also, mit einem neuen Teammitglied begrüßt unser neues Teammitglied auch. Masato. Also, bis zum nächsten Mal. Tschauschen, Leute. Tja, schon ist es passiert. Während ich gewartet habe, bis der Elgato das Video fertig bearbeitet hat, weil ich speichere es danach ab, hat unser Julian uns schon wieder angerufen. Also, was will er? Sebi, howdy! Ich bin's, Julian. Ist es heute nicht schön? Mein Radfahren sieht so toll aus. Ich wünschte, ich könnte es dir zeigen. Oh yeah, ich habe es geschafft, ein starkes Taubsi zu besiegen. Ich muss mein Team verstärken. Bis dann, bis später, Klick. Yay, das war's wert, dass ich euch das zeigen kann, ne?